Moin Moin in der Werkstatt Zukunft. Schönen guten Tag hier aus der Freien Waldorfschule in Oldenburg. Wir sind hier bei der Vortragsreihe zur Postwachstumsökonomie und die gibt es sage und schreibe seit 10 Jahren. Werner Onken, du bist hier mit dabei. Werner, Nico und du, ihr habt die Vortragsreihe zur Postwachstumsökonomie euch damals einfallen lassen. Was ist geschehen, dass diese Reihe vor 10 Jahren ihren Anfang genommen hat? Nico und ich hatten uns zu Beginn der 2000er Jahre kennengelernt und angefreundet, uns öfter getroffen, schöne Gedanken ausgetauscht. Und diese Freundschaft führte dazu, dass ein Archiv, was ich vorher zusammengetragen hatte, als Sondersammlung in die Unibibliothek aufgenommen wurde. Ein Archiv für Geld- und Bodenreform. Also hier in der Uni Oldenburg, ne? Uni Oldenburg. Nico war damals Mitarbeiter an der Fakultät 2 und hat für mich die Verbindung zur Leitung der Bibliothek hergestellt. Und durch seine Fürsprache ist es zustande gekommen, dass dieses Archiv als Sondersammlung in die Unibibliothek kam. Das war für mich die Erfüllung eines großen Traumes. Und dann haben wir überlegt, nach der Auftaktveranstaltung im November 2007, was können wir jetzt machen, um zu dieser Thematik oder auch im weiteren Sinne alternative ökonomische Denkansätze, was können wir unternehmen, um neben dem akademischen Lehr- und Forschungsbetrieb an der Uni so eine kleine Nische zu schaffen. Und was habt ihr euch dann überlegt? Und dann haben wir überlegt, Nico war zu der Zeit also schon genauso wie ich auch wachstumskritisch eingestellt. Er hatte den Begriff Postwachstumsökonomie schon formuliert. Und dann war ganz schnell klar, wir nennen das als diese Veranstaltungsreihe, wir nennen sie Ringvorlesung zur Postwachstumsökonomie. Was war denn der Auftakt damals im Jahr 2007? Wen hattet ihr als ersten Gast? Das Archiv befindet sich im Eigentum einer Stiftung für Reform der Geld- und Bodenordnung. Und die Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter haben wir hierher nach Oldenburg eingeladen zu einer Vorstellung des Archivs und der Gedanken, die da sozusagen in Primär- und Sekundärliteratur gesammelt worden sind. Fritz Andres vom Vorstand der Stiftung, die Professorin Margret Kennedy, auch die aus dem Lebensgarten in Steierberg bei Nienburg, die sehr engagiert war in der Regionalgeldbewegung. Und das war eben, Regionalgeld war eines der ersten Themen, was Nico und mich damals verbunden hat miteinander. Kinder, wie die Zeit vergeht, 10 Jahre ist es her. Im Jahr 2007 ist die Vortragsreihe zur Postwachstumsökonomie gestartet. Heute ziehen Nico Pech, Werner Onken, Oliver Richters und Marius Rommel Bilanz. Wir sind gespannt und freuen uns drauf. Viel Vergnügen hier in der Werkstatt Zukunft. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Oldenburger Veranstaltungsreihe zur Postwachstumsökonomie. Ich freue mich, dass Sie heute abermals so zahlreich erschienen sind, obwohl die heutige Veranstaltung nichts anderes ist als ein Experiment. Denn Sie haben der Ankündigung und den vielen Einladungen, die versandt wurden, entnehmen können, dass wir heute keinen Stargast haben. Wir haben überhaupt keinen Hauptgast oder irgendeine Referentin oder einen Referent, so wie das beim letzten Mal der Fall war, als wir ja zum krönenden Abschluss dieser Veranstaltungsreihe keinen geringeren als Ernst Ulrich von Weizsäcker zu Gast hatten. Stattdessen haben wir uns überlegt, dass wir nach 10 Jahren dieser Veranstaltungsreihe heute einfach Bilanz ziehen. Und auch da könnte es sein, dass Missverständnisse im Raum stehen. Es wird nämlich nicht so sein, dass die Initiatoren alleine sich jetzt hier hinstellen und nochmal erzählen, wie die Welt nun wirklich ist, aus der Perspektive der wachstumskritischen Nachhaltigkeitsforschung. Vielmehr ist es so, dass wir uns überlegt haben, Ihnen ein gewissermaßen auch künstlerisches Programm heute anzubieten. Und da wir viele Vorträge in diesem Programm hatten zur Regionalökonomie, wird es also heute Musik aus regionalem Anbau geben. Und ich möchte Ihnen, bevor ich die anderen Protagonisten des heutigen Abends vorstelle, Ihnen die Künstler erstmal vorstellen. Wir haben heute Friedemann Lange, den kennen Sie alle, der gehört zur Stammkundschaft dieser Veranstaltungsreihe. Sie kennen ihn als einen ganz wichtigen Nachhaltigkeitsaktivisten und Sie kennen ihn auch als Musiker. Er hat ja manchmal tatsächlich Folgendes vollbracht, nämlich sich gemeldet im Rahmen der Diskussion und statt eine Frage zu stellen, hat er tatsächlich einfach angefangen zu singen. Auch jetzt kommt er ganz spontan nach vorne, obwohl er noch gar nicht dran ist, denn das Programm werde ich ja gleich erst noch kurz vorstellen. Aber keine Angst, Friedemann, ich werde dir gleich Bescheid geben und freue mich auch wirklich auf dein Ständchen. Dann haben wir
aus Bremen, also von der anderen Weserseite, haben wir den Jürgen Fuchs heute hier. Den kennen Sie auch, nicht nur, weil er Stammkunde ist und Nachhaltigkeitsaktivist in Bremen und Umgebung ist, sondern weil er auch Musiker ist. Und er hat tatsächlich schon mal im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe wunderschöne Lieder zum Besten gegeben, mit Texten, die wirklich auch zu dieser Veranstaltungsreihe auch dann gut passen. Und dann haben wir Alexander Goretzky. Den kennt nun wirklich jeder in Oldenburg, einer der gefragten Musiker. Er ist auch Musiklehrer, er ist also, wenn man so will, auch eine Art Profi im Musikgeschäft, das darf ich wohl sagen. Was viele vielleicht nicht wissen ist, er ist auch insofern ein echter Nachhaltigkeitsaktivist, als er dem Vorstand einer ganz wichtigen Genossenschaft, nämlich Polygenus, hier in Oldenburg angehört. Und dieses Projekt halte ich für ganz besonders wichtig. Und dann haben wir jemanden, sogar aus lokalem Anbau, weil er nämlich eigentlich zum Organisatorenteam dieser Veranstaltungsreihe zählt, nämlich Oliver Richters. Oliver Richters ist ja in erster Linie Physiker, er ist Wirtschaftswissenschaftler, er zählt für mich persönlich zu den wichtigsten, ja, wachstumskritischen Nachhaltigkeitsforschern. Aber was viele von Ihnen gar nicht wissen ist, dass er tatsächlich auch Kabarettist und Musiker ist, also auch der wird heute einiges hier zum Besten geben. Aber dann wollen wir natürlich als Veranstalter dieser Reihe uns hier auf die Bühne setzen und erstmal untereinander nochmal so ein paar Erinnerungen austauschen hinsichtlich der wichtigen Highlights oder wichtigen Inhalte, vielleicht auch Pleiten, ja, die wir so erlebt haben während dieser 10 Jahre. Und niemand von uns wird ein Referat halten oder hat sich vorbereitet, hat ein Skript oder dergleichen, sondern wir wollen das interaktiv machen. Und interaktiv heißt dann auch, dass wir Sie alle natürlich irgendwie einbeziehen wollen. Das heißt, wir haben dann in diesem Programm auch vorgesehen, einfach mal zu schauen, wer sich von Ihnen meldet und vielleicht ein paar schöne Erinnerungen zum Besten gibt oder wer einfach mal sagen möchte, welcher Vortrag ihm oder ihr besonders gut gefallen hat. Worauf ich mich besonders freue ist, das habe ich heute schon gesehen, dass einige Leute im Publikum sind hier aus Oldenburg, die selber schon mal hier einen Vortrag gehalten haben. Ich habe also Reinhard Schulz gesehen, ich habe Ulrich Schachtschneider gesehen, ich habe, wieso weiß ich Ihren Vornamen nicht, Herr Woll? Jedenfalls Herr Woll ist auch da, der hat hier mal einen Vortrag gehalten. Wen habe ich übersehen? Oliver Richters hat schon mal einen Vortrag gehalten. Ist noch jemand hier im Raum, der oder die schon mal einen Vortrag gehalten hat? Arm hoch. Okay, dann habe ich Sie alle erfasst. Finde ich toll. Dass, nee, eigentlich nicht. Ich habe irgendwann mal eine Einführung gegeben. Und das kann man nicht als wirklichen Vortrag ansehen eigentlich. Aber es kommt vor, dass ich Vorträge halte. Das ist natürlich nicht der Punkt. Komm mal, Werner Onken. Werner, kommst du bitte ans Mikrofon? Wir zeichnen ja diesen Abend heute auf und dann muss ich dir das mal eben hinhalten. Fällt mir so als kleines Bonmot ein. Professor Harald Spehl aus Mainz hat auf der Bahnfahrt vergessen, sich den Handywecker zu stellen und hat den Umstieg in Bremen verpasst und rief uns aus Hamburg an und sagt, liebe Leute, ich muss irgendwie organisieren, dass ich heute Abend noch nach Oldenburg komme. Und dann hat Nico eine Dreiviertelstunde einen Vortrag spontan improvisiert, bis Harald Spehl kam und wir dann abends, glaube ich, bis um 9 zusammengesessen haben. Es war noch keiner mehr da, weil ich so ein... Nee. Es war noch keiner mehr da, weil ich wahrscheinlich improvisationshalber so viel Quatsch erzählt habe, dass dann die Leute rausgingen. Okay. Naja, also das war übrigens Werner Onken. Und diese Überleitung war definitiv, ich habe ja gesagt, dass es heute alles improvisiert ist, die war nicht eingeplant, aber das wäre auch der nächste Schritt gewesen, nämlich zu sagen, wer nun die Leute sind, die sich heute nochmal in der Rückschau austauschen über die wichtigen Konturen eigentlich dieser Veranstaltungsreihe. Zuvorderst eben Werner Onken. Ich erinnere mich noch genau, wie damals alles anfing, aber das werden wir gleich nochmal besprechen. Dann der schon besagte Oliver Richters natürlich und Marius Rommel. Es gibt noch zwei andere Teammitglieder, die aber erst so spät hinzugekommen sind, dass sie natürlich nicht denselben Erinnerungshorizont haben. Das ist Martin Wilkens, der wie immer hier alles hergerichtet hat und uns die tolle Chance gegeben hat, in diesem akustisch viel besseren Raum heute zu sein. Und natürlich Marcel Hackler, der heute nicht hier sein kann, weil er Urlaub macht. Ja? Also auch Wachstumskritiker machen Urlaub. Super, oder? Okay, so. Wir fangen an mit einem Ständchen. Und jetzt ist erstmal tatsächlich der Friedemann Lange dran, der natürlich jetzt kein volles Programm darbieten wird, sondern, wie wir besprochen haben, 5 Minuten hat, uns ein Lied darzubieten. Und Friedemann, the stage is yours, wie es so schön heißt. Okay. Die Wirtschaft wieder grün, die liebe Sonne lacht.
Okay. Okay, vielen, vielen Dank, Friedemann. Das war ein wirklich schönes Ständchen, das wir jetzt von dir gehört haben. Und bleib uns gewogen und begleite auch weitere Veranstaltungen dieser Art mit deiner Musik. Wir wollten ja eigentlich Bob Dylan haben und ich habe dann das Management geschrieben und dann waren die verhindert. Dann habe ich Peter Hemmel gefragt und er sagte, hey, ihr habt doch den Friedemann Lange. Ja, der hat einen viel kürzeren Weg. Und also, das war dann auch sozusagen CO2-sparendes Liedgut. Jetzt wollen wir, wie schon angedeutet, so ein kleines bisschen Rückschau halten. Und weil, ja, wir uns immer so ein bisschen streiten, wir sind ja nie einer Meinung und so, haben uns überlegt, dass der, da sitzt du Marius, dass der Marius Rommel eigentlich als der Jüngste in dieser Runde vielleicht so ein bisschen den Moderator spielt und einfach mal uns fragt, was er sich vielleicht noch nie getraut hat zu fragen. So, ich gebe dir mal das Mikro. Genau, als der Jüngste im Bunde und nicht nur der Jüngste, was das Alter angeht, sondern auch was die Dauer in diesem Team angeht, weil ich glaube, ich habe mal versucht rauszufinden, wann ich eigentlich dazugestoßen bin. Es sind ungefähr 4 Jahre und ja, wir ziehen eine Bilanz. Über 10 Jahre stand ja heute in der FAZ, in der NWZ stand ja heute, wir ziehen eine Bilanz. Und zu einer Bilanz gehört ja auch immer zuvorderst, wie alles begann. Am schönsten erzählt diese Geschichte eigentlich immer Werner. Der Nico und ich hatten uns in den frühen 2000er Jahren kennengelernt. Unser gemeinsames Interesse, was uns da zusammengebracht hat, war das Interesse an Tauschringen, lokaler Ökonomie, Regionalwährungen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon seit etlichen Jahren im Auftrag einer Stiftung für Reform der Geld- und Bodenordnung ein Archiv für Geld- und Bodenreform zusammengetragen. Ungefähr 5000 verschiedene Literaturtitel und Aufsätze und Broschüren in deutscher Sprache und auch noch Literatur in anderen Sprachen, Dokumente, Fotos und dergleichen. Das geht zurück auf die frühsozialistische Tradition aus England und Frankreich über Sozialreformer wie Henry George in Nordamerika und Silvio Gesell und Franz Oppenheimer in Deutschland. Die hatten alle das gemeinsame Leitbild, den Menschen zu einer gleichen, gerechten Teilhabe an den natürlichen und sozialen Lebensgrundlagen zu verschaffen. Also, dann habe ich mit dieser eigenen Vorgeschichte den Nico kennengelernt und wir haben dann einen schönen, guten, freundschaftlichen Gedankenaustausch entwickelt. Und dann erfuhr der Nico eines Tages davon, dass ich dieses Archiv bei mir zu Hause hatte, was dieser Stiftung gehört. Und wir haben überlegt, das wäre doch eigentlich wunderbar, wenn das in eine öffentliche Institution kommen könnte. Und dann dauerte es nicht lange, dann hat mir der Nico damals die Verbindung zur Leitung der Unibibliothek hergestellt, vor allem zu Birgit Buchrucker und Uwe Kohlrenken. Und das Ergebnis war dann schon recht bald, dass die Unibibliothek bereit war, dieses Archiv als Sondersammlung in ihren Bestand aufzunehmen. Und das ist für mich damals und immer noch die Erfüllung eines ganz großen Lebenstraums, lieber Nico, was ich dir zu verdanken habe. Und ich habe es dir schon ein paar Mal gesagt, aber auch heute gerne noch einmal wieder möchte ich dir meinen ganz großen herzlichen Dank dafür sagen, dass du dieses Projekt damals unterstützt hast. Dann hatten wir im November 2007 eine Auftaktveranstaltung, auch mit den Vorstandsmitgliedern der Stiftung, für die ich tätig bin. Und dann haben wir abends zusammengesessen und haben überlegt, was können wir jetzt eigentlich unternehmen, um zusätzlich zum normalen akademischen Lehr- und Forschungsbetrieb so eine kleine Nische oder eine Insel zu schaffen, wo man auch über alternativökonomische Denkansätze diskutieren kann. Und wir hatten von vornherein vor, diesen Ideenstrom so auch auf eine breitere Grundlage zu stellen. Und Nico hatte zu der Zeit schon die allerersten Veröffentlichungen auch mit dem Stichwort Postwachstumsökonomie vorgelegt. Und dann lag es eigentlich nahe, das hat sich an dem Abend, als wir zusammen saßen, irgendwie so wie von selbst ergeben, es sollte eine Ringvorlesung zur Postwachstumsökonomie werden. Das war also im Herbst 2007. Die Mitglieder von dem Stiftungsvorstand erklärten sich spontan bereit, wir sind gerne dabei, dass das auch alles finanziert werden kann. Und das Organisatorische hat Nico dann mit der Fakultät 2 an der Uni klären können. Und dann haben wir mit, ich glaube am Anfang mit 24 bis 27 Personen einige Male in unserem ersten Semester Sommer 2008
diese Veranstaltung durchführen können. Und es wurden dann sehr schnell sehr viel mehr Zuhörerinnen und Zuhörer und Mitdiskutiererinnen und Mitdiskutierer. Dann konnten wir ins große Hörsaalzentrum umziehen. In den Anfängen habe ich immer gedacht, hoffentlich fügen sich die Dinge alle so, dass wir noch ein Semester machen können und dann vielleicht noch ein Semester. Und wir haben in den ersten Jahren überhaupt nicht dran gedacht, dass da 10 Jahre draus werden könnten. Aber wir sind, glaube ich, alle froh und dankbar, dass das möglich war, auch mit dank Ihres guten Zuspruchs, dass Sie so regelmäßig in großer Zahl zu unseren Veranstaltungen gekommen sind. Nico, du hast ein bisschen was vorbereitet. Erzähl doch mal so ein bisschen was über die 10 Jahre. Wir hatten uns getroffen in dieser Gruppe, um diesen Abend hier vorzubereiten. Und ich habe allen Ernstes, lachen Sie nicht, vorgehabt, eine kleine PowerPoint-Präsentation zu machen, wo ich nochmal die Vorträge mit den Titeln, ja, wenigstens, also die Namen und die Titel aufführe. Da haben die sich kaputt gelacht und ich erst nicht gelacht. Und dann habe ich tatsächlich, deswegen übrigens der Beamer, das Bild hier, habe ich einfach nochmal das Archiv auf unserer Homepage geöffnet. Und es sind ja tatsächlich dann 10 mal 12, ne? Also eine Null. Sie wissen ja, es gibt 2 Arten von Ökonomen, die rechnen können, die nicht rechnen können. Und ich bin eine dritte Kategorie. Also gut, bleibt dabei. 120. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Geht gar nicht. Wirklich nicht. Schauen Sie mal. Ich scroll hier mal nach unten, dann sehen Sie das. Ich gehe jetzt in die Vergangenheit. Ne? Gucken Sie mal, können Sie so schnell lesen? Ich nicht. Also es ist unglaublich. Das geht... Oh, ne? Und da hat dann der Oliver Richter das vorgerechnet, ich würde den ganzen Abend oder noch einen dazu brauchen, um nur die Titel und die Referenten zu benennen oder vielleicht 2, 3 Sätze zum Inhalt. Okay, so, also hier, jetzt mache ich das Ganze nochmal nach oben und das war dann die Show. Ne? Also nicht, dass Sie denken, dass ich hier wirklich... Tatsächlich haben der Werner und ich damals am 30. April 2008 den Reigen eröffnet und hatten dann gleich schon eine Menge interessante Promis. Also ich kann jetzt Gerd Scherhorn, übrigens, der ist leider vor kurzer Zeit verstorben, aber ist, glaube ich, fast 90 geworden. Auch verstorben ist leider Hans-Christoph Binswanger, der damals wirklich für Furore gesorgt hat. Warum? An der Universität haben die Volkswirte und manche andere Wirtschaftswissenschaftler diese Veranstaltung gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Aber als Binswanger kam, da mussten sie kommen. Und das war dann schon sehr, sehr voll. Aber verzeihen Sie, dass ich jetzt nicht noch mal öfters hier anhalte. Ich kurbel einfach noch mal nach oben, damit Sie mir glauben, dass es viel war. Wirklich ein Wahnsinn. Ne? Also wir werden nachher noch mal Sie als Publikum fragen, welche Vorträge, die besonders gut waren, unglaublich. Also jetzt bin ich erst, wo bin ich denn? 2015 erst. Ach ja, oh, da ist was Interessantes. Schön war auch, dass wir öfters mal die Chance hatten, mit anderen Akteuren hier in Oldenburg zu kooperieren. So unter anderem mit dem Staatstheater. Ganz wichtig fand ich auch eine Kooperation mit der Kulturetage, aus der ja dieses Filmprojekt Exit entstanden ist. Da ist ja spielerisch erprobt worden, was geschieht, wenn Menschen in einer großen Hausgemeinschaft sich entschließen, ein postwachstumstaugliches Dasein zu erproben. Eine tolle Kooperation hatten wir auch öfters mit ATTAC hier in Oldenburg und auch mit dem Forum St. Peter. Und es könnte sein, dass ich ganz viele Akteure vergessen habe. Die mögen mir das verzeihen. Die Waldorfschule, das wäre sowieso noch gekommen. Ja, ich meine... Wenn wir nämlich so eine Zweiergliederung machen, kann man sagen, jetzt sind wir bei 2016 und hier irgendwo ist der Bruch. Da bin ich ja aus der Universität Oldenburg ausgeschieden, aber ich habe gar nicht eingesehen, die Veranstaltung deswegen zu beenden und die Gentlemen hier vorne auch nicht. Und da kam dann Martin Wilkens auf den Plan und hat uns angeboten, eben hier das in den Räumlichkeiten der Freien Waldorfschule zu tun. Auch die Schulleitung hier möchte ich nicht unerwähnt lassen und möchte ihr vor allem auch Dank zollen, hat das dann auch ermöglicht. Und das ist auch nochmal, glaube ich, ein extra Applaus, sonst wäre die Veranstaltung damals zu Ende gewesen. Martin. Magst du, Olli, sagen, was so die für dich besonderen Vorträge waren, die in den letzten 10 Jahren hier vorgetragen wurden? Ich weiß, dass der erste Vortrag, in den ich gestolpert bin, war, glaube ich, 2010 Adelheid Biesecker noch in der Uni. Und da war das ganze Thema Wachstumskritik, Postwachstumsökonomie, Suffizienz, Subsistenz, Konsistenz für mich alles Fremdwörter, die ausschließlich dazu dienten, mich zu verwirren offensichtlich.
Inzwischen muss ich leider gestehen, passiert es mir wahrscheinlich selber gelegentlich, dass ich Leute damit verwirre, auch wenn ich mich sozusagen an diese Situation durchaus noch gut erinnern kann. Das ist irgendwie bei mir sehr hängen geblieben, dieser Vortrag. Dann habe ich sozusagen langsam Nico kennengelernt und mich angefangen, in dieses Thema reinzuarbeiten. Naja, und jetzt hat es die letzten Jahre bei mir doch relativ stark geprägt. Und ich erinnere mich noch sehr gut an Hartmut Rosa tatsächlich. Das war, glaube ich, der mit Abstand vollste Vortrag. Wobei Ernst-Ulrich von Weizsäcker vor 2 Wochen ist er schon ziemlich dicht rangekommen. Das war vielleicht sogar größer, der einen sehr mitreißenden Vortrag da über das Thema Resonanz gehalten hat. Und das sind die beiden, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommen, wenn du so danach fragst. Natürlich jede Menge andere, auch jetzt in den letzten Jahren hier, die sozusagen Spuren hinterlassen haben in meinem und ich hoffe auch in ihren Gehirnen und Gedanken. Ja, ein besonderes Highlight war für mich ziemlich am Anfang, zum Ende des ersten Semesters, der Vortrag von Professor Dr. Gerhard Scherhorn: Deregulierte Finanzmärkte verhindern eine nachhaltige Entwicklung. Das war Anfang Juli 2008. Und 2 bis 3 Monate später ist die große Krise auf den Finanzmärkten losgegangen. Also das war irgendwie der wunderbarste Zeitpunkt, den wir für diesen Vortrag eigentlich haben konnten. Und gut in Erinnerung ist mir noch, das war eine große Freude, aus den Medien zu hören, dass die amerikanische Politologin Elinor Ostrom im Herbst 2009 für ihre Gemeingüterforschungen den halben Nobelpreis bekommen hat. Und auch darüber haben wir eine Veranstaltung gehabt mit Silke Helfrich von der Heinrich-Böll-Stiftung, die sich da sehr weit hineingedacht hat und uns das vorgestellt hat, was Elinor Ostrom mit ihrer Gemeingüterforschung wollte. So eine Ringveranstaltung macht man ja auch nicht einfach so. Ich habe eine Frage an dich, Nico. Warum haben wir das denn eigentlich gemacht, meinst du? Also ihr seid ja mal angetreten vor 10 Jahren mit einer bestimmten Intention, wolltet ja auch was erreichen mit dieser Ringvorlesung. NBZ steht ja dann auch Pechs Bilanz, was du ja nicht so schön findest, dass da dein Name im Vordergrund steht. Aber was ist denn so deine Bilanz nach 10 Jahren? Also hat es was gebracht? Naja, in der Kommunikationsforschung benutzt man oft den Begriff des Agenda-Setting. Das heißt also, dass also in den vielen gesellschaftspolitisch relevanten Diskursen geschaut wird, welches ist das wichtige Thema, welche Stichworte mit hoffentlich guten Inhalten machen die Runde, werden von den Menschen aufgegriffen und werden irgendwann vielleicht sogar auch übersetzt in konkretes Handeln oder vielleicht auch in die Möglichkeit, so etwas wie einen gesellschaftlichen Wandel zu ermöglichen. Und die Idee der Postwachstumsökonomie ist ja nicht einfach ein Stichwort, sondern dahinter verbirgt sich eine, zumindest aus meiner Sicht, doch sehr klare Konzeption und die tatsächlich nicht nur universitär zur Debatte zu stellen, sondern die interessierte Öffentlichkeit und andere gesellschaftliche Teilsysteme da einzubeziehen. Das war der Grund dafür, nicht einfach eine Lehrveranstaltung anzubieten oder ein kluges Buch zu schreiben oder ein Forschungsprojekt zu akquirieren, sondern zu schauen, wie man den Campus der Universität Oldenburg auch öffnen kann für Menschen, die als Aktivistinnen und Aktivisten interessiert daran sind, eine Wirtschaft ohne Wachstum möglich zu machen. Das war die Grundidee, dieses Format überhaupt zu wählen. Und wenn Sie mich fragen, also was jetzt, oder ihr, wir duzen uns ja, aber ich sage das mal so ins Publikum rein, wenn Sie mich fragen würden, was wichtige Highlights waren, dann kann ich natürlich sagen, dass ich aus einer ganz, ganz subjektiven Sicht manche Vorträge hervorheben würde. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es dann die besten Vorträge waren. Für mich war der Vortrag von Rainer Kümmel, ein Emeritus der Universität Würzburg, genauso ein Typ wie er hier, also Physiker und Ökonom, das scheinen die Besten zu sein. Und dann Rainer Funk, der letzte noch lebende ehemalige Mitarbeiter von Erich Fromm. Die haben mich inhaltlich besonders gefesselt. Ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, dass diese beiden Vorträge deswegen die besten gewesen sein müssen. Ich habe hier Vorträge erlebt von Menschen, deren Meinung ich sowas von gar nicht teile, dass ich da saß und dachte, oh, also irgendwie, aber ich bin ja Moderator, ich muss ja gar nicht irgendwie inhaltlich mich hier positionieren, aber musste zugeben, dass dann auch diese Vorträge manchmal also mit einer Brillanz versehen waren, kommunikativ und auch von der Plausibilität, dass es dann trotzdem am Ende auch ein Genuss war. Und dann gibt es noch eine Kategorie von Vorträgen, die ich benennen will, ohne Beispiele zu nennen, wo im Anschluss an den Vortrag Leute sich zusammentaten im Foyer, damals noch in der Uni, und sagten, was muss eigentlich noch passieren,
damit hier endlich ein Urban Gardening Projekt oder ein Repair Café oder etwas Ähnliches entsteht. Es war nämlich wirklich so, dass nach einem Vortrag zum Thema Transition Towns, Gerd Wessling wird das gewesen sein aus Bielefeld, sich spontan Leute zusammentaten und sagten, heute Abend gründen wir eine Transition Town Gruppe. Im Anschluss an einen Vortrag, ich weiß nicht mehr, ob das Christa Müller oder Elisabeth Meyer-Renschhausen war, also zum Urban Gardening, haben sich Leute zusammengefunden, haben gesagt, jetzt machen wir das. Nach dem Vortrag von Stefan Schridde, geplante Obsoleszenz, Reparatur, haben sich Leute zusammengetan. Das hat mir besonders gefallen. Und noch ein ganz kurzer Punkt. Man könnte auch mal die Frage stellen, wer hat gefehlt? Wir als wachstumskritisches Konsortium haben natürlich auch immer gelinst auf gewisse Autorinnen und Autoren, die wir auch kerosinfrei, das war immer so ein bisschen unser Motto, hierher holen können. Wir haben es nicht geschafft, Tim Jackson nach Oldenburg zu holen. Wir haben es nicht geschafft, Serge Latouche nach Oldenburg zu holen. Wir haben es nicht geschafft, Harald Welzer hierher zu holen. Wir haben es nicht geschafft, Juan Martinez Allier, der große Degrowth-Papst aus Spanien, den hierher zu holen. Aber vielleicht reden wir nachher im Ausblick nochmal darüber. Mal gucken. Ja, wir haben es auch nicht geschafft, Rob Hopkins herzuholen. Wir haben noch ein paar offene Punkte, aber irgendwann muss man ja einfach mal Schluss machen, beziehungsweise wir machen ja nicht Schluss. Das ist ja vielleicht auch einigen bekannt, dass es auf eine bestimmte Art und Weise auch noch weitergeht, aber dazu gibt es ja später nochmal eine Möglichkeit, darauf einzugehen. Was du vergessen hast, ist Hartgemeier, Tobias Hartgemeier. Der hat ja seinen Vortrag hier gehalten und direkt im Anschluss hat sich eine solidarische Landwirtschaft gegründet. Eine Initiative, die das auf den Plan gebracht hat, auch die ganzen Bewegungen um die Gründung des Ernährungsrates, ist auch durchaus mit aus diesen ganzen Impulsen entstanden. Und ich würde schon auch sagen, also mein persönliches Fazit ist auch, dass die Vorträge doch immer so als Impulsgeber und Schrittmacher für eine Bewegung, die hier in Oldenburg stattgefunden hat, auch immer sehr wichtig und relevant war. Zumindest kann ich das so aus den 4-5 Jahren vielleicht auch als Fazit ziehen. Mein persönliches Highlight der gesamten 10 Jahre kommt jetzt erst. Wir kriegen jetzt eine schöne Darbietung von meinem guten Freund Oliver Richters und freue mich jetzt auf dein Kabarett. Und ja, wir gehen von der Bühne, würde ich sagen, oder? Damit du hier genug Platz hast. Ja, meine Damen und Herren, ich bin selber ein bisschen aufgeregt, aber das schadet ja vielleicht nicht. Wir hatten anfangs gehofft, es kommen nur 40 Leute, aber jetzt sind es ja doch ein paar mehr geworden. Nein, ich möchte heute mit Ihnen reden über Leistung. Leistung. Leistung, das soll sich ja lohnen. Und wir haben das als Gesellschaft schon so verinnerlicht. Auf die Frage, wie viel verdienst du eigentlich, sagen die meisten Leute ja, 2.300 Euro brutto. Die Frage war aber eigentlich gewesen, was verdienst du? Nicht, wie viel bekommst du eigentlich? Der Wunsch und die Fiktion ist ja, dass das eine und das andere so eng zusammenhängen. Und die Politik hat deswegen ja so Angst um unsere Leistungsträger, dass die vielleicht das Land verlassen können, wenn wir die Steuern erhöhen. Und sicher, ich meine, wenn sämtliche Krankenschwestern, Polizisten, Lokführer, Müllfrauen und so weiter das Land verlassen würden, ich meine, das wäre ja eine Katastrophe, was da los wäre. Ich meine, dann müssten sie ja vielleicht mich als Schreibtischtäter aus der Universität mal in so ein Pflegeheim bringen und ich müsste dann nachts mal 83 Seniorinnen wenden, damit sie sich nicht wund liegen. Nein, es hat seinen guten Grund, dass alle diese Jobs außergewöhnlich gut bezahlt sind. Das ist eigentlich die wichtigste Grundregel in unserer Gesellschaft. Man kann Menschen, die große Leistungen erbringen, daran erkennen, dass sie große Einkommen haben. Woran liegt das? Es liegt, das sage ich Ihnen als Ökonom, es liegt am Markt. Der Markt ist ja an sich gerecht. Also außer in ganz wenigen Fällen, wo Menschen, die sich nicht wehren können, davon betroffen werden. Also beispielsweise Banken in einer Finanzkrise. Also da war ja die Situation, dass Menschen, die keinen Job haben, kein Einkommen und kein Vermögen, plötzlich ihre Hauskredite nicht mehr bezahlen konnten.
Die Situation war natürlich völlig unvorhersehbar, über die Banken hineingebrochen. Ja, solch ein Finanztsunami, der plötzlich einbrach. Und das ist ja, ich meine, letztlich ist das sowas wie die Oderflut oder ein Erdbeben. Und dafür haben wir ja dann auch Institutionen wie den Staat. Dafür haben wir ja gerade gesellschaftliche Solidarität, damit wir in einer solchen Situation für die Ärmsten der Armen in die Bresche springen können. Denn wer einmal in die verheulten Augen eines notleidenden Kredits geblickt hat, der weiß wohl, wovon ich rede. Und die Bevölkerung zeigte ja dann auch gegenüber den Abfindungen der traurigen Topmanager sehr viel Mitleid. Und die meisten Leute sagen, also das haben die ja nun wirklich nicht verdient. Ja, das Gerede von der Leistungsgesellschaft ist ungeheuer praktisch. Vor allen Dingen dann, wenn es einem gelingt, Anerkennung und Einkommen zu bekommen für Leistungen, die man selber gar nicht erbracht hat. Ein einfaches Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe gestern meiner WG erzählt, ich hätte das gesamte Wohnzimmer und den Flur gesaugt. Eine tolle Leistung. Ich muss allerdings gestehen, also ich habe etwa 50 Watt Leistung dabei erbracht und der Staubsauger etwa 1800 Watt. Den Staubsauger, den habe ich dann aber wieder in die dunkelste Ecke des Kellers gestellt. Die Leistung des Staubsaugers hat sich für ihn also nicht gelohnt. Aber für mich. Erzählen Sie das aber bitte auf keinen Fall meinen Mitbewohnern. Denn genauso wie die Banker ihre Bonis, würde ich ja auch mein Zimmer gerne behalten. Dieses kleine bisschen Wohlstand, das ich habe und das wir ja versuchen zu steigern über die Zeit. Wachstum, ja, ohne Wachstum ist alles nichts, so sagte es unsere werte Bundeskanzlerin. Und das ist eigentlich interessant, weil Frau Merkel ist ja Physikerin. Und in der Physik lernt man eigentlich im ersten Semester, dass wenn man irgendetwas ausrechnet und es kommt ein exponentielles Wachstum heraus, dass man diese Lösung direkt verwerfen soll, weil dann würde ja notwendigerweise irgendetwas kaputt gehen. Aber offenbar hat Frau Merkel in den vielen Jahrzehnten Politik mit so vielen Juristen zusammengesessen, dass sie der Meinung ist, na gut, die Gesetze der Thermodynamik seien ja letzten Endes auch nur ein juristisches Hindernis für den Markt. So muss man das, glaube ich, verstehen. Aber was ist denn eigentlich? Was ist denn eigentlich der Markt? Ich könnte sagen, ich bin der Markt. Ich bin sogar ein freier Markt. Ich habe immer Recht und bin nie zu schlagen. Manchmal bin ich geradezu lebhaft, in Bewegung oder euphorisch. Dann bin ich heiß umkämpft und überhitze sogar. Und dann gebe ich nach, ich werde ganz schwach, ich bin geradezu ausgetrocknet, ich als Markt. Und ich würde mir wünschen, ich wäre mal wieder so ein richtig gesättigter Markt. Aber so einfach ist das nicht. Denn gerade, da fühle ich mich eher nervös, da bin ich ganz misstrauisch. Und die Presse schreibt schon über mich, der Markt sei kaputt, er spiele verrückt, er verführe seine Kinder und fresse sie dann. Also offenbar bin ich als Markt kein besonders guter Mensch. Ich habe offenbar kein Herz und keine Seele. Und mir kann nicht mal ein Mediziner dabei helfen. Denn der Markt, der muss sich selbst heilen. Und da stehe ich dann nur hilflos. Eigentlich fühle ich mich ausgenutzt. Menschen benutzen mich, um andere über den Tisch zu ziehen, um natürliche Ressourcen als ihre eigene Leistung zu verkaufen. Andere Menschen wollen gerne etwas tun und finden aber keinen Arbeitsplatz. Ich habe das Gefühl, und es sagen mir auch viele Leute, dass ich eigentlich der Gesellschaft schade.
Und das ist keine schöne Erkenntnis für mich. Ich meine, in meinem Job, da funktioniere ich noch einigermaßen, aber eigentlich bin ich da auch knapp vor dem Burnout. Bullshit-Jobs nennt man sowas heutzutage. Aber ich habe dann in meiner Freizeit, ich habe mal angefangen, Romane zu lesen. Wissen Sie, meine Lieblingsliteratur, das sind ja wirtschaftswissenschaftliche Lehrbücher. Ich kann Ihnen sagen, das ist die beste utopische Literatur, die Sie finden können. Da geht nichts drüber. Also Beispiel Finanzmärkte. Ich lese, dass sie immer stabil sind, dass sie keine Krisenblasen, Herdenverhalten und Bankrotte erzeugen können. Und ich bekomme auch erklärt, warum das so ist. Man braucht dafür nur zwei schlichte Annahmen. Nämlich, dass die Akteure an den Finanzmärkten erstens einigermaßen die Zukunft vorhersehen können und sich zweitens rational verhalten. Und beide Annahmen, so entnehme ich dem Buch, sind ja nun offensichtlich richtig. Und es gelang dann genialerweise Eugene Farmer zu zeigen, dass unter diesen beiden Annahmen Finanzmärkte immer stabil und problemlos funktionieren. Und das war im Jahr 247 nach Adam Smith. Ich glaube, das müsste 1970 nach Christus gewesen sein, falls Sie einem anderen Propheten huldigen sollten. Und konsequenterweise bekam Farmer dann auch im Jahr 290 nach Adam Smith, also vor gerade einmal 5 Jahren, den Wirtschaftsnobelpreis. Den Wirtschaftsnobelpreis, den übrigens die schwedische Reichsbank nachträglich gestiftet hatte, denn Alfred Nobel selbst, der hielt Wirtschaftswissenschaftler unverständlicherweise für nicht preiswürdige Scharlatane. Aber 40 Jahre nach Farmers großem Beweis war ja dann klar, dass Wirtschafts-, Finanz- und Bankenkrisen ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Und ich lese weiter in meinem utopischen Roman und er beschreibt eine wunderschöne Gesellschaft, in der keiner irgendwelche Machtkonzentrationen erlangt hat, in der Politik die Regeln setzt und die Unternehmen sich tatsächlich daran halten, in dem es keine Möglichkeit gibt, sich auf Kosten anderer zu bereichern und in dem Einkommen tatsächlich verdient sind. Was für eine Differenz zu meiner eigenen Lebenserfahrung. Sehen Sie, die ärmste Hälfte der Bevölkerung hat etwa 450 Milliarden Euro Vermögen. Allein die größte Investmentgesellschaft BlackRock verfügt über oder verwaltet ein Vermögen, das 10-mal so groß ist, nämlich 5.400 Milliarden Euro. Der Bankenverband schafft es, sich seine Steuerbetrügereien direkt ins Gesetz zu schreiben und kann dann nachher darauf verweisen, dass das ja alles ganz legal gewesen sei. Und der Bundesverband der deutschen Automobilindustrie schreibt einfach mal die Richtlinien für die Energieeffizienz von Neuwagen und es wird einfach kopiert vom Ministerium. So viel zu, die Politik setzt die Regeln und die Unternehmen halten sich auch daran. Und wenn sie sich dann nicht dran halten, bei ihren Neuwagen beispielsweise, dann ist das ja auch egal. In meiner Lebensrealität als Markt ist es nämlich so, wer Mist macht, fliegt. Aber wer Riesenmist macht, der wird gerettet. Also, kein Wunder, dass an mir, dem Markt, ständig herumoperiert werden muss. Kein Wunder, dass ich nicht gesund werde und dass Sie alle mich für instabil, für ungerecht und ökologisch zerstörerisch halten. Aber falls Sie vielleicht denken, dass ich nötig bin oder vielleicht sogar gut oder dass Sie, irgendwie nicht ganz ohne mich auskommen können, dann könnte man ja noch mal versuchen, auf demokratischem Wege Regeln zu setzen, die tatsächlich die Macht begrenzen, die tatsächlich gegen leistungslose Einkommen etwas unternehmen, die Großunternehmen vielleicht zu zerschlagen. Letzten Endes wäre das ja eine Idee, wie die schöne Beschreibung, die ich in meinen utopischen Romanen vor mir finde, tatsächlich Realität werden könnte. Nur das, also das kann ich nun wirklich nicht alleine machen. Dankeschön.
Ich gehe jetzt mit dem Mikrofon hier durch die Reihen. Und da, wo sich ein Arm hebt, um einfach mal schlicht und ergreifend ein paar Impressionen zu schildern, bitte keine Referate. Wir haben uns auch dran gehalten, okay? Wir behalten ja auch keine Referate. Also wenn Sie ein paar Impressionen schildern wollen, was den bisherigen Verlauf dieser Veranstaltungsreihe anbelangt oder was Ihnen besonders wichtig erschien, dann wäre das toll, dass Sie uns das mitteilen. Ja? Vielleicht könnt ihr drei euch durchaus noch mal nach vorne setzen und es könnte ja sein, dass ein paar Fragen da sind oder dass ihr das noch mal kommentieren wollt. Also Werner, Marius und Oliver. Und okay, wie sieht's aus? Nennen Sie mir einfach mal ein paar Vorträge, die Sie wichtig fanden. Jetzt komme ich mal nach da hinten. Ich hoffe, dass die Kamera in der Lage ist, uns beiden jetzt auch irgendwie zu folgen. Ich halte Ihnen das Mikrofon hin, bitte. Okay. Ich bedauere so ein bisschen, dass ich zu Hause mir nicht die Mühe gemacht habe, noch mal die Referate in Ruhe anzuschauen, welche das waren, weil ich habe leider Namen vergessen. Aber ich habe Aufzeichnungen gemacht, ich habe sie mir leider nicht angeschaut. Ich kann mich halt erinnern, zum Beispiel in der Uni war ein Banker, das ist mir sehr hängen geblieben, der sehr traditionell in seinem Bankwesen war und dann, glaube ich, eine Wende im Denken vollzogen hat und einen sehr mitreißenden Vortrag gehalten hat. Was ich aber persönlich noch sagen möchte, was mich sehr begeistert ist, dass es das schon 10 Jahre jetzt gibt, also dieses Querdenken und Alternativdenken im Wirtschaftsbereich. Und was ich immer toll fand an der Uni hinterher, dass wir da in diese Lokalität gegangen sind, weil mich das so an Universität, ich denke, früher ist das öfter so gewesen, dass der Prof mit seinen Leuten noch mal ein Bierchen getrunken gegangen ist. Und das haben wir gemacht und waren da in guter kleiner Runde. Und das war für mich immer ein wunderbarer Abschluss, so im Kleinen, auch als Pendant zur anonymen Massenuni, die es oft so gibt. Vielen Dank. Weitere Feedbacks? Schau gerade. Was mir gut gefallen hat, war, dass die Veranstaltung auch Leute eingeladen hat, die man sonst nicht einladen kann, wenn man das über die Fakultät macht. Das heißt, wenn Sie eine Vortragsreihe machen über die Uni, dann fragen die Kollegen, sind die Leute mindestens diplomiert und besser noch, sind sie promoviert und habilitiert. Und wenn Sie diese nicht bringen, dann kann man das entweder nicht durchführen oder es gibt kein Geld oder man rümpft mindestens die Nase. Und hier hat man einen Tabubruch quasi vollzogen, sodass hier zum Beispiel ein Abiturient war, der da 5 Jahre um die Welt gereist ist ohne Geld und konnte das sozusagen als Praxisbericht vortragen. Und das ist ein Novum, das bisher hier nicht so praktiziert wurde. Dankeschön. Warum finden die Veranstaltungen nicht mehr in der Uni statt? Können Sie da ein paar Hintergrundinformationen uns geben? Ich glaube, da habe ich Schuld dran. Ja, ist so. Ich habe irgendwann gesagt, nö, wenn ich der Uni nicht mehr angehöre, dann gehöre ich auch keinem Team mehr an, das an der Uni Veranstaltungen macht. So einfach ist das. Punkt. Aber ich finde es hier schöner. Nochmal das Lob an die Freie Waldorfschule. Also ich finde, allein die Akustik in diesem Raum ist schöner. Ja? Okay. So, Alexander Goretzky, sein Musiker, den Sie kennen, er ist Multiinstrumentalist. Also schwer Instrumente oder Ausdrucksformen zu finden, die er nicht beherrscht. Und ich schweige jetzt stille und Alexander Goretzky, du bist dran.
Also was ich immer enorm genossen habe, ich habe natürlich nicht alle Tage quasi oder jeden Veranstaltungstermin wahrnehmen können, aber das, was ich immer wirklich toll fand, waren deine unglaublich anerkennenden, begeisternden Vorstellungen sozusagen von den einzelnen Referenten. Also das fand ich mal total klasse. Weitere Inputs? Ich möchte sagen, dass mir besonders gefallen hat, das Get-Together hinterher, wo man Gelegenheit hatte, mit dem Referenten auch noch irgendwie mal eine Frage zu klären oder wo man im Kreis, auch mit Nico oder so, noch was besprechen konnte, auch was Gemütliches hatte und was ja vielleicht auch heute wieder ein bisschen stattfindet. Und auch diese Idee mit dem Musik hinterher ist natürlich auch meine Sache. Also dieses nicht nur Worte und nicht nur Vortrag, sondern dass das so ein bisschen so eine runde Sache auch bei dir immer war und ist, das finde ich sehr schön. Redet nicht immer über mich, es geht um die Veranstaltungsreihe, ist das klar. Außerdem haben wir hier noch andere Teammitglieder, okay? Da sind noch Wortmeldungen oder wenigstens eine. Ja, ich möchte auch einfach mal als Gasthörer, ich bin seit 2014 bei euch und ich wollte einfach mal Danke sagen. Und zwar, es wurde ja eben gefragt, welcher Hörer oder welcher Gastredner war der Beste. Und ja, da waren viele dabei, die ich seit 2014 genossen habe. Aber eines muss ich ganz besonders herausstellen, und das ist eigentlich deine Art, wie du das moderierst. Und zwar, ich kann es nicht, ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr, Moment, nee, noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also ich habe selber eine Initiative gegründet und der Marius, der war bei mir auch in Friedeburg. Wir haben auch einen Vortrag über Nachhaltigkeit gehalten. Aber dieses Gefühl, man hat da so eine Energie, man möchte da reinhauen. Dieses einfach, Mensch, nochmal, diese, wir haben nicht alle Tassen im Schrank. So dieses, und diese Ausgeglichenheit, was du praktizierst, ist für mich ein unglaubliches Vorbild. Und ich möchte Danke sagen auch ans ganze Team. Ich komme aus Friedburg gefahren, regelmäßig seit 14, wie gesagt, und finde das so vorbildlich und genieße auch die Erinnerungsmails von Herrn Onken. Also Dankeschön für die ganze Arbeit und macht weiter so. Bitte. Danke. Nur mal angenommen, diese Veranstaltungsreihe könnte fortgesetzt werden, um Ihnen gleich zu sagen, in dieser Form wird es nicht so sein, darüber reden wir später noch. Aber wenn es so wäre oder wenn überhaupt eine weitere Art des Austauschs geplant wäre hier in Oldenburg in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung oder gar eine wachstumskritische nachhaltige Entwicklung, was wären dann die wichtigen Themen, die auch gefehlt haben, vielleicht in der Ringveranstaltung? Vielleicht fällt Ihnen auch dazu noch etwas Interessantes ein. Also es gibt eine ziemlich umfängliche Bewegung, Divestment international. Und das wäre auch toll, wenn ihr da jemanden sozusagen engagieren könntet oder begeistern könntet, hier auch einen Beitrag zu leisten. Genau. Danke. Also ich will jetzt kein Thema vorschlagen. Ich fand, hier war ein sehr breiter, anregender Reigen, auch für Leute, die sich schon so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hatten, wie ich, vorhanden. Es war eine sehr freundliche, diskursive Atmosphäre. Man hatte wirklich das Gefühl, hier darf man auch abweichende Meinungen sagen. Das ist ja eine Grundvoraussetzung für eine echte Auseinandersetzung. Also damit auf jeden Fall weiter so. Was man vielleicht ändern könnte, es waren ja doch klassische Vortragsveranstaltungen. Das hat seinen Sinn. Ne? Man hört erstmal zu, man kriegt erstmal einen guten Input und dann gab es ja auch oft gute Diskussionen. Aber vielleicht gibt es auch andere Formen, mit denen man weitermachen kann. Nicht, dass man die vollkommen abschafft, also irgendein Input finde ich richtig, aber die weitere Form danach, da könnte man drüber nachdenken, ne? Ob man das in Form von Fishbowls macht, dass man vorne Leute hinholt, dass man das in Form von World Café macht, von verschiedenen Gruppen, die sich untereinander austauschen und, ja. Ja, so spricht der Profi. Ulrich Schachtschneider, Dankeschön. Jürgen Fuchs macht sich gerade fertig. Er hat seine Gitarre dabei, sein Mundwerk auch. Apropos Mundwerk, wie gesagt, Sie haben jetzt noch die Gelegenheit, ein paar Aspekte zu nennen, Vorschläge, Kritik. Sonst stelle ich hier die Fragen. Ah, da ist was. Ja, ein Vorschlag von meiner Seite. Ich habe nun ja längst nicht alle Vorträge gehört, aber trotzdem die psychologischen Hintergründe unseres gesellschaftlichen Fehlhandelns. Habe ich den Eindruck, dass sie etwas vielleicht noch weiter beleuchtet werden können. Warum? Was steckt dahinter? Warum laufen wir wie der Esel hinter der Möhre her? Was sind das für Schwachpunkte, gesellschaftspsychologisch gesehen?
ob man das nochmal aufbereiten kann. Welche Möglichkeiten gibt es, uns diese Suche nach dem Glück auf andere Art und Weise zu finden? Nicht? Ja, vielen Dank. Ist ja nicht so, dass wir... Ja. Es ist nicht so, dass wir keine Umweltpsychologen da hatten. Ich erinnere mich an Achim Brunnhuber sogar vom Club of Rome. Und wir hatten natürlich mit Rainer Funk auch einen Psychologen dabei und, glaube ich, noch einige andere. Ich würde mir wünschen, dass Vorträge dabei sind oder vielleicht andere Formen des Miteinanders, wo es nicht unbedingt immer so eine bestimmte wissenschaftliche Sprache sein muss. Also es kann alles Qualität haben und das ist auch wichtig. Aber um doch noch mehr auch andere Menschen in Oldenburg anzusprechen, kann das auch meines Erachtens vielleicht auch Referenten sein, die Impulsvorträge halten, die ganz einfach sind oder ein bisschen mehr Erfahrungsberichte, so wie der da um die Welt gereist ist oder so, wo es also dann auch in der Presse natürlich entsprechend weitergegeben wird und das wieder Menschen anlockt, zu sagen, das verstehe ich, da gehe ich hin. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, das, was ihr bisher gemacht habt und große Wünsche, dass ihr weitermacht. Und ich würde mir wünschen, zu dem, was eben zum Thema Psychologie gesagt wurde, ich würde sehr, sehr gerne mal etwas hören aus der Patriarchatskritik. Dankeschön. Also wir sind ja hier in der Waldorfschule und da wird ja die These vertreten, dass es sowas wie Karma zwischen den Menschen gibt. Das heißt, dass die Begegnung zwischen den Menschen einen gewissen höheren Sinn haben. Mit dieser Position habe ich dann den Artikel da von Nico Pech, ich glaube in der Süddeutschen, gelesen oder sonst wo und dachte, Mensch, was der schreibt, ist ja nicht so schlecht. Und du musst ihm das auch mal mitteilen. Das heißt, ich war ja nur montags immer in Oldenburg, bin dann da in die BWL gegangen, habe da angeklopft, da stand dann Nico Pech und da dachte ich, Mensch, dein Karma sagt dir, du musst den Mann jetzt kennenlernen. Aber ich habe da dreimal angeklopft und es war natürlich keiner da. Und dann habe ich gesagt, das mit dem Karma ist ja sowieso Spekulation. Dann haben wir uns am Wochenende über verschiedene Kollegen oder Freunde unterhalten beim Bier, wo man natürlich geblödelt hat. Und da war ja die Frage, darfst du noch ein Bier trinken? Da hat einer gesagt, du, ich glaube, Nico Pech will das nicht so gerne. Und dann bin ich montags mit dem Zug gefahren, Herr Pech, ja. Und da saß ein junger Mann mir gegenüber. Und da dachte ich, wahrscheinlich ist das Nico Pech. Und der Zug fuhr Richtung Hannover. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen. Wir waren hier in Nienburg. Ja? Und da dachte ich, du musst den Mann aus karmischen Gründen hier mal ansprechen. Vielleicht wird's ja was. Und da habe ich gesagt, sag mal, sind Sie denn überhaupt Nico Pech? Da sagt er, ja. Und dann haben wir uns über Gott, die Welt, Ivan Illich und sonst unterhalten. Und dann wurde dann da aus diesem Gespräch eine Begegnung, die daran mündete, dass ich hier einen Vortrag gehalten habe zu Ivan Illich, Schumacher und Leopold Kohr als Fundamente der Wachstumskritik. Das wollte ich hier nur noch mal aus karmischen Gründen mitteilen. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich was spielen darf. Ja, ich komme aus Bremen und der Name Liedattacke deutet darauf hin, dass ich auch bei Attack unterwegs bin. Das heißt, da habe ich angefangen vor 8 Jahren und bin dann gelandet bei der Gemeinwohlökonomie, aber das soll heute kein Thema sein. Ich möchte keine Reizworte hier nennen. Mir geht es eigentlich darum, immer über die Kritik hinaus zu fragen, ja, wie soll es denn sonst gehen? Was für Lösungen haben wir denn? Und da ich ja heute in Oldenburg bei dem Team Nico Pech bin, tut mir leid, ich kann die Namen nicht alle aufzählen jetzt, möchte ich was spielen zur 20-Stunden-Woche. Die 20-Stunden-Woche ist ja etwas, was Nico auch vertritt, was die Postwachstumsökonomie vertritt. 20 Stunden arbeiten, 20 Stunden frei. Und ich bin ja nur nebenbei so ein bisschen Texter und Musiker und eigentlich geht es bei mir immer beruflich um Nebenwirkungen, Risiken und Nebenwirkungen. Und ich habe da so eine kleine Umfrage gemacht in der Bevölkerung in Bremen, in den Berufen, was denn mit der 20-Stunden-Woche so
wie das denn gehen könnte. Die einen machen sich ja bekanntlich für Überstunden krumm, die anderen ohne Arbeit fühlen sich dumm. Am besten wäre doch von beiden das Dritte. 20 Stunden liegen in der Mitte. 20 Stunden Woche, das geht, wenn ich selber koche, wenn ich das Fahrrad selber repariere und das Auto ignoriere. Im Gemüsegarten sehe ich Schnecken auf mich warten. Hacke ich und jäte, oho, setze Zwiebeln in die Beete. Bleibt im Januar die Heizung kalt, da kam früher schon der Klempner bald. Heute wartest du schon mal bis Mai, denn der Klempner, der macht 20 Stunden frei. Jedoch meine Friseurin sagt, oh nein, mit 20 Stunden kriege ich mein Geld nicht rein. Wenn das kommt und ich sollte das erleben, wird's Haare schneiden nur als Luxus geben. Einmal monatlich Repair-Café, das macht Spaß, weil ich da Leute treffe. Wir machen gegenseitig Sachen heile, sowas dauert eine ganze Weile. Ganze Weile, ganze Weile. Die einen machen sich für billig Löhne krumm, das geht bei manchen bis zum Burnout, dann fallen sie um. Die anderen müssen Soaps und Werbung gaffen und würden gerne auch was Eigenes schaffen. 20 Stunden Woche, das geht, wenn ich selber koche, das Fahrrad selber repariere und das Auto ignoriere. Im Gemüsegarten sehe ich Schnecken auf mich warten, hacke ich und jäte, oh, spür im Rücken jede Kräte. Die Bankerin sagt, ich bin dabei, 20 Stunden banken, 20 Stunden frei. Doch den entgangenen Renditegewinn möchte ich wie immer auf meinem Konto sehen. Der Hartz-IVer sagt, ich bin nicht dumm, 20 Stunden lang mach ich mich gerne krumm. Musste früher ich ins Jobcenter gehen, darf ich heute hinterm Bank Schalter stehen. Bedingungsloses Grundeinkommen, oh Schreck, das Zielgeld ohne Arbeit ist jetzt weg. Denn neben all den kreativen Dingen sind 20 Stunden Erwerbsarbeit, Erwerbsarbeit zu, Erwerbsarbeit zu bringen. Die einen machen sich für Überstunden krumm, die anderen hängen rum und chillen dumm. Das Beste wäre doch meiden das Dritte. 20 Stunden liegen in der Mitte. 20 Stunden Woche, das reicht, wenn ich selber koche, wenn ich Strümpfe stopfe und nähe, nicht ins Shoppingcenter gehe. Im Gemüsegarten sehe ich Schnecken auf mich warten, Blattläuse und Käfer, da schule ich um auf Schäfer. Die Rentnerin kriegt nur die halbe Rente, dann kann sie schaffen bis zum Lebensende. Ihr fehlt das Geld für gesundes Essen, Kreuzfahrten kann sie gleich vergessen. Macht dann irgendwann der Körper schlapp, bist du geistig nicht mehr voll auf Zack, kann der Pflegedienst nur 20 Stunden pflegen, musst du selber dir die Schnabeltasse geben. Arbeit für alle, für halbes Geld, und nebenbei, da geht es raus aufs Feld.
Das klingt so logisch, aber sag, woher kommt denn das Geld für meine Miete her? Miete her, Miete her. Die einen machen sich für Überstunden krumm. Das geht bei manchen bis zum Burnout. Dann fallen sie um, die anderen hängen ab und chillen cool herum. Sie finden etwas Arbeit gar nicht dumm. 20 Stunden Woche, das reicht, wenn ich selber koche. Wenn ich Strümpfe stopf und nähe, nicht ins Shoppingcenter gehe. Im Gemüsegarten sehe ich Schnecken auf mich warten. Kohlrabi und Möhren. Du, das kann mich stören. 20 Stunden Woche, aber wie? 20 Stunden Woche, aber wie? 20 Stunden Woche, aber wie? Jürgen Fuchs aus Bremen, vielen herzlichen Dank. Es war ja noch ein Ausblick fällig. Ich weiß nicht, ob ich den alleine geben kann. Ich möchte sowieso das Team gleich noch mal bitten, sich kurz zu erheben, damit sie sich noch mal die Gesichter, die Figuren derjenigen merken, die also diese Veranstaltungsreihe seinerzeit nicht nur mit ins Leben gerufen, sondern vor allem auch begleitet und ermöglicht haben. Fakt ist, dass wir diese Art der Ringveranstaltung oder Veranstaltungsreihe so mit dem Thema nicht fortsetzen. Der Grund ist einfach wirklich der, dass, obwohl ich selber heute einige Namen genannt habe von Referentinnen und Referenten, die man noch einladen könnte, dass uns irgendwann der Stoff ausgeht. Das Thema Wirtschaft ohne Wachstum, ob man das Postwachstumsökonomie, Décroissance, Degrowth oder Décréchita nennt, hat nun auch nicht so einen breiten Kreis, ja, an Menschen, die sich wissenschaftlich oder auch praktisch damit beschäftigt haben oder publizistisch, sodass ich glaube, dass wir 10 Jahre lang ganz schön viel abgegrast haben. Und da war dann die Idee im Raum, einen bestimmten Teilaspekt des Wirtschaftens ohne Wachstum so zu vertiefen, dass das dann auch das Thema einer folgenden Veranstaltungsreihe werden könnte. Und das war eben der aufgegebene Geist des iPhones, der mir jetzt das Stichwort auch liefert. Es geht also um Reparaturwirtschaft, Reparaturkulturen, Reparaturökonomie, auch um Repair-Cafés. Ich habe da hinten sogar schon jemanden gesehen, der hier in Oldenburg in den Repair-Cafés total aktiv ist. Es sind sicherlich einige hier, die schon einiges getan haben, auch vielleicht, um also die Reparaturwirtschaft hier und in der Umgebung zu stärken. Es gibt in Oldenburg ein interessantes Projekt, das ist genehmigt worden vom deutschen Umweltministerium in Berlin. Und da ist also 2 Jahre lang eine kleine Finanzierung entstanden. Diese Finanzierung erlaubt es, die Oldenburger Repair-Cafés zu stützen. Und wir haben auch einen Experten gefunden, der sich da als Repair Manager hervorgetan hat, Bartel Pester. Kommst du bitte mal nach vorne? Ja, oh, jetzt stöhnt er. Ja, ja. Du willst auch deinen Geist aufgeben, so wie so ein Smartphone. Ich würde sagen, da ist zu viel Biomasse. Das ist kein Touchscreen. Ich möchte Ihnen also Bartel Pester vorstellen. Eigentlich muss ich das nicht. Er ist ja nicht nur derjenige, der die Repair-Cafés in Oldenburg organisiert, sondern er ist auch derjenige, schon wieder eine Überleitung, der also Werkstatt Zukunft zusammen mit Andreas Büttner ins Leben gerufen hat und einigen anderen. Und auch heute diese Aufzeichnung, die Sie dann später im Netz sehen können von dieser Veranstaltung, ist ja von Werkstatt Zukunft ermöglicht worden. Auch nochmal ein großes Dankeschön an das Team von Werkstatt Zukunft. Aber ich will jetzt nicht abdriften, sondern will beim Thema Reparatur bleiben. Und Bartel Pester ist derjenige, der also tatsächlich im Rahmen dieses Projektes tätig ist. Wie geht's dir denn da also mit diesen vielen Repair-Cafés, die du da jetzt inzwischen ins Leben gerufen und die du dann auch koordinieren musstest? Naja, mir geht's sehr gut damit, weil der Boden ist ja gut bereitet worden. Der ist 10 Jahre lang vorbereitet worden. Und die Repair-Cafés sprießen aus dem Boden nach der Keimzelle in der Rosenstraße. Die hat ja nun auch
auch drei Umzüge hinter sich, über die Exerzierhalle und die Baumgartenstraße, jetzt eben in der Rosenstraße einmal im Monat. Gibt es in der IGS Kreienbrück einen Reparaturtreffpunkt? Es gibt im Stadtteiltreff Dietrichsfeld einen Reparaturtreffpunkt. Dann gibt es in Mettchendorf, das zählen wir Oldenburger schon noch so ein bisschen mit dazu, obwohl es natürlich zu wie viel Städte gehört. Es gibt in Farel ein Repair-Café, in Hundlosen, in Ganderkesee. Also sie sprießen überall rund um Oldenburg und auch in Oldenburg aus dem Boden. In Bloerfelde wird es was geben. Schön ist eben auch, dass viele Schulen daran interessiert sind, eben diese Bildung für nachhaltige Entwicklung auch wieder in die Unterrichtspläne mit einzubeziehen. Vielleicht erst nur so ein bisschen am Rande. Aber die IGS Kreienbrück macht es beispielhaft vor, eben angeleitet durch Katharina Dutz von der Universität Oldenburg, dass nämlich das Ehrenamt, wie heißt das nochmal, das nicht durch Engagement, irgendwie sowas mit Engagement. Ehrenamt durch Engagement, nee, es ist falsch. Aber beides passt super. Lernen fürs Engagement, so war es, danke. Und da findet eben einmal im Monat ein Repair-Café statt, organisiert von Schülerinnen und Schülern. Und das hat eben auch was sehr, sehr Nachbarschaftliches. Das ist eben auch toll, wenn ältere Menschen sich danach erkundigen, wie geht's euch Jüngeren und was kann ich euch beibringen, zum Beispiel beim Nähen oder beim Reparieren von irgendwelchen Alltagsgegenständen. Und das zu sehen ist toll, weil ich dann eben auch den Luxus habe, dass ich immer mal wieder in allen möglichen Reparaturtreffpunkten sind. Und jedes Repair-Café ist ein Kosmos für sich. Also ich kann das nur empfehlen, da mal hinzugehen, selbst wenn man nichts zu reparieren hat, einfach zu sehen, wie sich Menschen begegnen und wie dann eben Gegenstände repariert werden, ist einfach toll. Dankeschön. Neben den Repair-Cafés gibt es dann eben die Nachfolgeveranstaltungsreihe, die auch genau in diesem Turnus stattfinden soll, also 14-tägig, auch während der Zeit des herkömmlichen Semesters, um auch den Studierenden, die dann ja hier verweilen, die Chance zu geben, da mitzumachen. Und es geht dann in dieser Veranstaltungsreihe eben nicht nur um Repair-Cafés, sondern es geht auch um die Frage, wie wir die Wirtschaft, die lokale Wirtschaft einbeziehen können in Prozesse der, so nennen wir das in der Forschung, Nutzungsdauerverlängerung. Die Philosophie ist ja klar. Alles, was sie doppelt so lange nutzen, bedeutet, dass sie nur halb so viel Geld brauchen und nur halb so viel Ressourcen. Das sind zwei Trumpfkarten. Ne? In Sizilien sagt man ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Okay. Und uns geht es auch darum, die Kommunikation rund um das Thema zu steigern. Das heißt, wir werden vielleicht eine Plattform haben im Netz. Wir werden vielleicht auch eine Broschüre haben, wo die Reparaturmöglichkeiten dann da sind. Und wir werden, das hat der Ulrich Schachschneider heute so schön gesagt, dieses Format ein bisschen sprengen. Wir werden vielleicht auch dazu übergehen, manche dieser Veranstaltungen einmünden zu lassen in einen Workshop. Wir haben zum Beispiel als Referent Bo Lemenzel. Das ist der, will man sagen, dieser Mensch, der als Künstler und Handwerker die sogenannten Hartz-IV-Möbel, ich finde diesen Begriff unglücklich, aber Möbel entworfen hat, die so günstig, so einfach und ökologisch herzustellen sind, dass es eine Freude ist und ein Erfolgserlebnis, selber Hand anzulegen an die Kreation solcher Dinge. Es geht also nicht nur um Reparatur, es geht um sogenanntes Upcycling, es geht um die Frage, kann man zum Beispiel aus gefundenen Materialien ein Haus erbauen? Das hat jemand in Oldenburg geschafft, auch einen Film drüber gedreht, Karl-Heinz Heilig, auch den werden wir als Referent haben. Das sind nur zwei Beispiele, aber wir werden dann mit Hilfe von Bartel Pester, seinem Engagement, diese Veranstaltungsreihe auch hier an der Freien Waldorfschule, das ist die derzeitige Planung, weiter fortsetzen können. Das Dankeschön dafür, dass wir das hier weitermachen dürfen, geht wie immer an Martin Wilkens von der Waldorfschule. Der kriegt... Das ist schon der dritte Applaus, den du heute Abend einheimst, aber du wirst den wohl verdient haben. Ich meine, das ist ja demokratisch entschieden. Ja, das ist eigentlich der Ausblick. Ich meine, alles Weitere folgt situativ. Ja, wir werden selbstverständlich, wir, das sind Werner Onken, Oliver Richters, Marius Rommel, Marcel Hackler, Martin Wilkens, sagte ich schon, wir werden immer dann, wenn uns doch noch mal eine wichtige Referentin oder ein Referent in die Quere kommt, eine Person, die doch wieder mehr originär zum Thema Postwachstumsökonomie etwas darzulegen hat, tatsächlich die dann auch in diese Veranstaltungsreihe vielleicht hineinnehmen und extra Termine machen. Und wenn wir dann irgendwann das Thema Reparatur, aber nicht 10 Jahre, sondern wahrscheinlich nur 2 Jahre, abgefrühstückt haben, wie es so schön heißt, werden wir vielleicht einen anderen Schwerpunkt wählen, eine Handlungsebene des Wirtschaftens und des Lebens ohne Wachstum und werden dann damit vielleicht auch diese Veranstaltungsreihe fortsetzen. Lieber Nico, das musst du jetzt hinnehmen, was jetzt kommt. Es gibt noch eine Pressemitteilung.
Und zwar der kleine Brückenschlag. Wir haben ja Marcel Hattler in unserem Team von der Evangelischen Akademie Oldenburg, was uns sehr gut getan hat. Und es gibt in Bad Herrenalb auch eine Evangelische Akademie. Und die hat eine Pressemitteilung in Umlauf gesetzt. Der Ökonom und Wachstumskritiker Nico Pech, außerplanmäßiger Professor an der Universität Siegen, erhält den Bad Herrenalber Akademiepreis 2018. Moment. Ich habe extra die Begründung auch noch mal ausgedruckt, damit ich sie konzentriert vortragen kann. Du musst da durch, Nico. In der Begründung hieß es, Pech habe wichtige Impulse aus seinem Forschungsgebiet der Postwachstumsökonomie in die Nachhaltigkeitsdiskurse eingebracht. Mit seinen Konzepten grenze sich Pech von anderen Nachhaltigkeitsvisionen wie qualitatives, nachhaltiges oder dekarbonisiertes Wachstum ab. Er wende sich gegen eine in Geld gemessene Wertschöpfung, die damit gerechtfertigt wird, dass deren ökologische Entkopplung krafttechnischer Innovationen möglich sei. Genau unser Thema, wie es auch immer in den Fallblättern, in dem Text zum Programm stand. Stattdessen trete Pech für eine Wirtschaft ein, die ohne Wachstum des Bruttoinlandsprodukts über stabile Versorgungsstrukturen verfüge, allerdings auf der Basis eines vergleichsweise reduzierten Konsumniveaus. Sein spezifischer Ansatz, der auf die Verantwortung des Einzelnen und lokaler Gemeinschaften ziele, sei ein wertvoller Beitrag für die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der sogenannten großen Transformation. Und da wird Nico im Oktober einen Vortrag halten, Plädoyer für eine Ökonomie der Genügsamkeit. Wir wünschen dir alles Gute, auch für diese Verleihung, wenn du im Oktober dahin fährst. Da sind viele Menschen in Oldenburg in Gedanken dabei und freuen sich mit dir über diese Anerkennung. Okay, ich habe schon in Oldenburg viele Fernsehsendungen moderiert und Veranstaltungen, aber so entgleist wie heute ist dergleichen noch nie. Also man sollte nicht als Mitveranstalter am Ende die Gesamtmoderation übernehmen, das geht einfach nicht. Sie haben es gemerkt, aber trotzdem bin ich allen dankbar, die heute erschienen sind. Ich möchte mich nochmal bei dem Team bedanken, das kennen Sie ja jetzt. Und ich glaube, ein Blick auf die Uhr verrät, dass wir jetzt auch heute das Ende erreicht haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Das war es in der Werkstatt Zukunft, heute aus der Waldorfschule hier in Oldenburg. 10 Jahre Ringvorlesung zur Postwachstumsökonomie. Wir sehen uns wieder an anderer Stelle mit anderen Themen, die die Wirtschaft ein bisschen anders betrachten. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.